Am Studio begrüße ich jetzt den Kolumnisten Gunnar Schopelius. Schön, dass Sie hier sind. Guten Tag. Sie haben es ja mitgehört, gerade unsere Kollegin, die da auch sehr vorsichtig im Formulieren ist, weil Fakt ist einfach, wir haben nicht allzu viel echte bestätigte Fakten zur Hand. Aus dem, was wir aber wissen und gehört haben, was machen Sie daraus? Naja, wir wissen natürlich, dass die AfD-Politiker schwer gefährdet sind und in den Wahlkämpfen nimmt diese Gefährdung immer zu. Es gibt ja auch Vorfälle, die nicht immer gemeldet werden, also wenn zum Beispiel auf Wahlkampfveranstaltungen deren Tische beschädigt werden oder auch Wahlkämpfer täglich angegriffen werden. Es gibt im Milieu der Antifa Aufrufe dazu, Gewalt auszuüben gegen AfD-Politiker. Das ist ja alles bekannt. Das heißt also, es ist zu vermuten, dass das alles einen politischen Hintergrund hat, bei der Bedrohung für Frau Weidel sowieso. Mhm. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen? Weil ich meine, der zeitliche Zusammenhang, das wäre jetzt ein großer Zufall, wenn eins nach dem anderen passiert. Es ist natürlich räumlich sehr stark getrennt. Das eine in der Schweiz, das andere in Ingolstadt. Das kann man jetzt nicht sagen, aber es ist äußerst merkwürdig. Und natürlich, wir müssen alle sagen, wer will da noch an einen Zufall denken, wenn beide Parteivorsitzenden dieser sehr, sehr in der Kritik stehenden und stark bekämpften Partei nun in so kurzer Reihenfolge, so kurz vor den Landtagswahlen möglicherweise Opfer eines Anschlags werden sollten und hier möglicherweise wurden, natürlich. Aber was sollen wir dazu sagen? Man kann es doch nur zur Kenntnis nehmen und wir haben es ja eben gerade schon gehört, wir wissen wenig, jetzt gerade über Ingolstadt. Aus der Schweiz wurde übrigens von der Polizei bestätigt, dass ein Anschlag auf die Familie von Frau Weidel geplant war. Das sagt die Kantonspolizei. Hier in Ingolstadt wissen wir wenig, aber wie wir eben gehört haben, der Herr Chrupalla hat einen Einstich. Was ist denn das? Also er hat ja keine äußeren Verletzungen, er wurde nicht geschlagen oder so weiter. Einen Einstich, das ist äußerst komisch. Das kennen wir ja nur vom russischen Geheimdienst, dass sie Leute mit einer Nadel verletzen oder vergiften. Also wir sind alle, glaube ich, sehr bestürzt über dieses, was wir gar nicht verstehen im Moment. Wir müssen, glaube ich, alle noch abwarten, was da genau passiert ist, weil vielleicht auch mit gutem Grund man sich da noch zurückhält, wenn man wirklich erstmal sammeln will, Informationen, Beweise und Ähnliches. Natürlich. Nichtsdestotrotz, die Landtagswahlen stehen vor der Tür, Sonntag ist es soweit. Könnten Sie sich vorstellen, dass das, was hier gerade passiert, das Wahlverhalten einiger Mitbürgerinnen und Mitbürger vielleicht irgendwie beeinflusst? Ganz sicherlich, es wird sicherlich auch zur Motivation beitragen, dass AfD-Anhänger sagen, jetzt erst recht, oder andere sagen, also wenn die so bedroht werden, dann gebe ich denen jetzt auch nochmal meine Stimme, aber allgemein möchte ich noch mal sagen, das ist doch ganz gefährlich, was wir hier erleben. Ist doch egal, welche Partei es betrifft. Übrigens, in der Skala der Anschläge auf Parteivertreter sind die Grünen auch ganz vorne. Also nicht nur die AfD, die Zahlen geben das her aus dem letzten halben Jahr. Wenn aber die Gewalt gegenüber Politiker zunimmt, dann ist doch die ganze Demokratie in Gefahr. Wer will denn noch einen Wahlkampf führen, wenn er solch einer Gefahr ausgesetzt ist? Und ich finde, darüber müssen wir wirklich mal reden. Und es wird zu wenig darüber geredet. Und man sollte sich jetzt auch nicht zurückhalten, nur weil man sagt, das sind ja AfD-Politiker, das sind Mitglieder des Deutschen Bundestages und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Spätestens, glaube ich, seit der Ermordung von Herrn Lübcke ist es eh noch mal, glaube ich, auf einem anderen Level auch definitiv angekommen. Das, was Sie gerade sagen, wir müssen darüber reden. Worüber wollen Sie konkret reden? Was wollen Sie ansprechen? Wir müssen darüber reden, dass die Hemmschwellen gesunken sind und dass immer mehr Menschen glauben, dass sie Politiker beschimpfen können. Sehen wir in den sozialen Medien. Das ist unerhört, was da passiert und zwar in jede Richtung. Ich habe es schon gesagt, die Grünen sind auch eine der Hauptzielscheiben. Also AfD und grüne Politiker leben übrigens am gefährlichsten. Danach kommt die SPD. Das heißt also, dass wir das nicht mehr akzeptieren. Es fängt mit der verbalen Gewalt an und wir sehen, dass es eben zur tatsächlichen Gewalt übergeht. Und das ist jetzt wirklich eine neue Krönung dieser Entwicklung, dass der Parteivorsitzende der AfD einen Einstich im Arm hat und zusammenbricht. Da müssen wir noch abwarten, wie gesagt, was die Hintergründe sind für die Ausführung hier bei uns. Erstmal Gunnar Schopelius, Dankeschön. Sehr gerne.